Der Lucke würde sich sehr freuen. Und ich wünsche einen schönen Abend und das Buffet ist eröffnet. Danke Ihnen. Das war aber eine lange Rede. Ich kann nicht lange reden, ich will auch nicht. Das stört man doch nur. Genau. Walter, ein großes Vorbild, wie für alle jungen Filmer, die es zu der Zeit gegeben haben. Ein großes berufliches Vorbild, als Mensch ein absoluter Sir und natürlich ein Lebemann vor dem Herrn. Und immer bei allen Festen als Erster am Ort. Mit 15 war der erste Kontakt. Also so ungefähr. War eine schöne Zeit. Ich habe ja sehr früh angefangen, auch Filme zu drehen. Und Lucky wollte mich immer gerne für seine damaligen Produktionen haben. Und das war Ende der 60er Jahre. Und da waren ja diese, ich nenne das jetzt mal Sexfilmchen, sehr oft hoch. Also eine Produktion war eine Verfilmung eines Oeuvres, das ist das Gelbe Haus vom Pinnersberg. Und Lucky wollte gerne, dass ich dort mitspiele und hat mir das auseinandergesetzt, dass das eine ganz komödiantische Angelegenheit ist. Und ich sollte also eine Rolle spielen und er sagte dann, weißt du, und dann greifst du ihm so ans Hosal. Und das machte er dann vor mit einer Handbewegung, weil ich sah den Gummi des Rosals. Und dann schaust du so rein und sagst, das möchte ich jetzt lieber doch nicht. So nett ist der Film. Ja, und so, das ist eine meiner Erinnerungen an Lucky Waldleitner. Die haben halt deine Haare. Ich bring den Kindern was zu essen.